Die schwarzen Steine. Kannst du noch, kleiner Donner? Na klar, aber es geht sehr hoch. Und all das nur, um Steine zu sammeln. Halte durch. Die schwarzen Steine sind sehr wichtig für unseren Stamm. Aus denen lassen sich die besten Werkzeuge und Pfeilspitzen machen. Ich verstehe langsam, warum kleiner Dachs lieber zu Hause bleiben wollte. Der Wind hier oben kann schrecklich kalt sein, aber ich bin trotzdem gern dabei. Die Landschaft ist wunderbar und so hoch in den Bergen leben sicher ungewöhnliche Tiere. Vielleicht werden wir noch einige kennenlernen. Wir sind da. Das schwarze Gestein werden wir hoffentlich an den Hängen dieses Berges finden. Das ist ein guter Platz. Hier sind wir im Windschatten, also werden wir hier unser Lager aufschlagen. Gut. Kühner Rabe und hastiges Eichhörnchen, ihr baut zwei Zelte für die Nacht auf. Yakari, du sammelst Feuerholz. Mach ich, Vater. Und du wartest hier. Du bist heute wirklich weit genug gelaufen. Vielen Dank, Yakari. Na klar, erhol dich gut. Ich bin auch ganz schnell wieder da. Nanu? Diese Hufabdrücke. Ja, das kann nur ein Wapiti sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich den Weg auch wiederfinde. Wo kommt der Krach her? Hört sich an wie brechende Äste. Großer Wapiti! Lauf nicht weg! Keine Angst, kleiner Mensch. Was ist da passiert? Das sind zwei, die sich im Kampf verloren haben. Jetzt ist die Zeit der Kämpfe unter uns Wapitis. Viele Monde lang waren ihre Geweihe untrennbar ineinander verhakt. Sie konnten sich nicht befreien. Wo will er hin? Er tritt gegen einen anderen Bullen in seinem Alter zum Kampf an. Dazu treffen sie sich auf einer Lichtung. Aber warum kämpfen sie? Folge mir. Yakari braucht sehr lange, um Holz zu holen. Sei unbesorgt, kühner Blick. Dein Sohn ist klug. Da zieht ein Unwetter auf. Er sollte lieber bald zurückkommen. Ein Wolf. Männchen kämpfen miteinander, um Weibchen zu erobern. Oh, unglaublich. Das ist das Geräusch, das ich gehört habe, das Krachen ihrer Geweihe. Oh nein, mein Feuerholz. Ich muss zurück zu meinen Leuten. Oh. Hä? Los, pack mein Geweih! Werden wir es schaffen, ihn abzuhängen? Ich bin bei weitem schneller als dieser Fellklos. Sag mal, wie heißt du? Yakari. Das ist ja ein Unwetter. Ich kann nichts mehr sehen. Halt dich gut fest. Ich sehe für uns beide. Schon noch loswerden. Hab keine Angst. Oh, ist das kalt. Oh. Wie soll ich denn jetzt nur zu unserem Lager zurückfinden? Kleiner Donner. Was ist denn, mein großes Pony? Du machst dir auch Sorgen, was?
Ich denke, das heißt, ich soll dir folgen. Du bist wirklich ein guter Fährtenleser. Wir müssen Yakari unbedingt finden, bevor es anfängt zu schneien. Denn sonst verlieren wir seine Spur. Wir laufen ja immer höher in die Berge, großer Wapiti, und es ist so schrecklich kalt. Du kannst mir vertrauen, Yakari. Ich weiß einen sicheren Ort, wo wir warten können, bis der Schneesturm vorbei ist. Ich fühle mich gut. Ist ja seltsam. Mir ist richtig mollig. Wow. Ist das schön. Was ist denn? Ja, aber... Wasser, das kocht? Da staunst du, was? Schön, nicht? Schade nur, dass kleiner Donner nicht hier ist, um das auch zu sehen. Wir haben die ganze Nacht gesucht und keine Spur von Yakari. Nicht eine. Hoffentlich hat er einen Unterschlupf gefunden. Was sollen wir tun? Kleiner Donner? Witterst du etwas? Ja! Yeah! Oh nein! Wölfe, die sind ganz in der Nähe. Schnell weg von hier, Yakari. Zurück! Komm, kleiner Donner! Ich hoffe, wir sind weit genug weg von den Wölfen. Wir können uns ein bisschen ausruhen. Wenn ich nur wüsste, wie ich meinen Vater und Kleiner Donner wiederfinden... Nanu? Kleiner Donner! Vater! Da! Die Wölfe! Yakari, lauf schnell weg! Ich halte sie auf! Steig auf! Folge mir, Yakari! Nein, Vater, tu das nicht! Wir müssen dem großen Wapiti folgen! Du musst weg von dem Wapiti gehen! Die Wölfe werden sich alle auf ihn stürzen! Bitte vertrau ihm, Vater! Er hat mir das Leben gerettet! Dann ist es gut! Ich vertraue dir, mein Sohn! Bleibst du stehen, Wapiti? Sie kommen! Wir dürfen nicht anhalten! Seht doch mal! Vater, das ist unglaublich! Sie sind völlig verunsichert. Die wissen nicht weiter. Vorsicht, da kommt einer! Zum Glück habe ich Hufe. Der arme Wolf. Da hat sich einer die Pfoten verbrannt. Ein seltsames Stück Erde. Da, sie geben auf. Wir sind alle gerettet, Yakari. Und das nur durch den Wapiti. Er kennt die Geheimnisse der Berge. Das verdanken wir auch dir, mein Sohn. Dir und deinem großen Wissen über die Tiere. Und dann auch deiner Gabe, all die Tiere zu verstehen. Na los, geh noch mal zu ihm. Er scheint auf dich zu warten. Du hast mich zweimal gerettet, großer Wapiti. Das werde ich dir nie vergessen. Auf Wiedersehen, Yakari. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Yakari? Hier, sieh dir das mal an. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Der Boden ist kochend heiß. Darum ist der Schnee hier weggeschmolzen. Und die Tiere wissen, dass durch die Wärme hier eigentlich immer Sommer ist und sie genug Futter finden. Seltsam. Der Boden, der uns von dem Feuer trennt, das im Innern der Erde unter unseren Füßen wohnt, muss hier viel dünner sein. Unter unseren Mokassins ist Feuer? Sicher, Yakari.
Es ist ein so wildes und glühendes Feuer, dass sogar Steine drin schmelzen. Das würde ich gern mal sehen, das Feuer. Manchmal kommt es vor, dass es aus der Erde ausbricht. Nur kann das sehr gefährlich sein, Yakari. Und das hier hinterlässt das große Feuer uns Menschen nach so einem Ausbruch. Diese schwarzen Steine suchen wir hier. Du kannst ihn in die Hand nehmen, Yakari. Er ist längst abgekühlt. Es gibt sie hier in Hülle und Fülle. Das tut gut. Wir liegen auf einem kuscheligen Bett aus Feuer. Der hier ist für dich, Regenbogen. Das ist einer der Steine, für die wir losgezogen waren. Er kommt ganz tief aus dem Innern der Erde. Oh, danke, Yakari. Der ist wunderschön. Na und? Hast du nicht gefroren? Der Eiswind da oben muss doch gemein gewesen sein. Nein, mir war eher heiß. Sehr heiß sogar. Und nächstes Mal, wenn wir die schwarzen Steine suchen gehen, kannst du gern mitkommen. Folge der Spur. Yakari. Morgen ab 6:15 hier bei Check 1. Und die allerersten Folgen heute 11:45 im Kika. Großes Indianer-Ehrenwort. Alle freuen sich auf das Yakari-Wochenende. Hallo, Zuschauer. Ralf und Shari haben sich in Schale geworfen. Willi sucht noch das richtige Pferd. Und Chan, der hat schon eins. Marlin besucht einen echten Indianerjungen. Und Karen ist schon voll in Action. Was ihr schon immer über Indianer und Pferde wissen wolltet. Wie viele Kinder hat er schon? Oh, fast 5000. Was? Dann fängt der automatisch an, den zu kraulen. Und weil er den krault, krault der wieder. Jetzt kraulen wir uns alle gegenseitig. Ja, genau. Indianerspaß mit deinen Wissensexperten. Jetzt, hier bei Check 1. Hallo Zuschauer, herzlich willkommen im Wilden Westen. Entschuldigung. Ja, wir erfüllen gerne Wünsche. Ein gewisser Herr Friedrichs hat uns geschrieben, liebe Shari, lieber Ralf, macht, dass ihr wegkommt. Und zwar so weit wie möglich. Dein Wunsch ist uns Befehl. Und ich glaube wirklich, so weit weg waren wir noch nie. Ein Schritt weiter nach Westen und wir überqueren die Datumsgrenze und kommen im Osten wieder raus. Tja, und wieder ist ein Tag rum und die Sendung vorbei. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss. War ein Witz. Aber sehr beeindruckend. Wozu eineige Zwillinge doch gut oh, sind. Oh ja. Ich glaube, ich mache mal wieder rüber in den Westen. Und das erinnert mich auch direkt ans Lasso. Meine Damen und Herren, unser erster Film. Was wäre ein Cowboy ohne sein Pferd, ein Rind und sein Lasso? All das besitzt Reinhold Gößling. Sein Pferd heißt Gondolera, das ist das Rind. Okay, kein echtes, nur eine Attrappe. Und hier ist sein Lasso. Das Lasso ist natürlich echt. Dann kann's ja losgehen. Halt, nicht ganz so schnell. Was ist überhaupt ein Lasso? Das Lasso ist ein etwa 18 Meter langes Nylonseil, das am Ende eine Metallöse hat. Durch diese Öse, die der Fachmann Honda nennt, wird das Seil hindurchgezogen. Dadurch bildet sich eine Schlinge, die man festziehen kann. Die ersten Lassos waren aus geflochtener Tierhaut, sahen aber sonst genauso aus. Tierhautlassos reißen aber leichter und müssen deshalb immer wieder geflickt werden.
Außerdem sind diese Lassos steif und hart und liegen nicht so glatt. Deshalb verwenden Cowboys heute zum Arbeiten Nylonseile. Übrigens nennt der Cowboy sein Seil gar nicht Lasso, sondern Lariat oder Rope. Der eigentliche Wurf besteht genau genommen aus zwei Teilen, dem Schwingen des Lassos und dem Abwurf. Zum Schwingen greift der Cowboy das Seil in der Schlinge und dreht das Handgelenk. Wenn man es gut kann, entsteht ein Kreis in der Luft. Bei Sascha, der das Lasso heute zum ersten Mal schwingt, kommt das dabei raus. Weil nicht jedes Rind so brav an einer Stelle steht, gibt es viele verschiedene Wurftechniken. Läuft das Rind von links nach rechts, hier unsere Attrappe, dann schwingt der Cowboy das Seil rechts neben sich. Treffer! Jetzt das Lasso einholen und am Sattelknauf befestigen. Das Pferd hält das Seil stramm, damit das Rind nicht flüchten kann. Geht's in die andere Richtung, also von rechts nach links, dann wird das Seil über der linken Schulter gedreht und dann hoch abgeworfen. Und wieder stramm ziehen. Ist das Tier direkt vor dem Cowboy, dann sieht der Wurf ähnlich aus wie in Westernfilmen. Das Lasso dreht sich über dem Kopf. Ein Cowboy fängt das Rind natürlich nicht aus dem Stand. Er galoppiert aber auch nicht wild hinter dem Rind her und jagt es. Die meisten Würfe macht der Cowboy aus dem Schritt. Ein Rind zum Einfangen hatten wir leider nicht, aber Cowboys haben ja auch wilde Pferde gefangen. Deshalb zeigt Herr Gößling das Lassowerfen jetzt ein Sternchen seinem Reitpferd. Weil Pferde durch das Geräusch des Schwingens leicht nervös werden, dreht er das Lasso nur kurz und wirft es dann direkt ab. Gefangen. Sternchen kennt das Einfangen. Ein junges Rind wehrt sich manchmal aber ziemlich heftig und dafür braucht der Cowboy ein so langes Seil. Er kann es anziehen und nachlassen, ähnlich wie ein Angler, der einen Fisch an der Angel hat. Im wahren Leben werden die Rinder beim Einfangen nicht gehetzt, wie in diesem Cowboy-Film. Da gibt es nur Verletzungen. Das Motto heißt Hold the Meat. Das bedeutet, erhalte das Fleisch. Wer die Rinder herumscheucht, macht sie dünn, hat also weniger Fleisch. Sternchen möchte auch nicht mehr fangen spielen. Er will jetzt nur noch eins, fressen in Freiheit. So ein Lasso kann man nicht nur super zum Rinderfangen benutzen, man kann damit auch tanzen. Musik ab, bitte! Ich hatte mich schon so darauf gefreut, dass du tanzt. Schau, ich hab gesagt, Mann kann damit tanzen, nicht ich kann damit tanzen. Du musst mir schon ein bisschen zuhören. Okay. Ralf hat dir gerade eben erzählt, dass die Cowboys in den USA zu Lasso nicht Lasso sagen, sondern Rope. Da steht natürlich sofort diese Frage hier im Raum, die so keiner lesen kann. Deshalb lege ich sie mal hin. Und die Frage lautet, woher kommt eigentlich der Begriff Lasso? Das ist schnell erklärt. Lasso stammt von dem spanischen Wort Lazo ab und es heißt zu Deutsch Schnur und Schlinge. Und Lazo kommt wiederum von dem lateinischen Wort Laqueus. Das ging wirklich schnell. Und wo wir gerade von schnell gehen sprechen, was sind eigentlich richtige Cowboystiefel? Und stimmt es wirklich, dass man Blasen verhindern kann, indem man da reinpinkelt? Ich glaube nicht. Texas, 1930. Die grelle Sonne brennt auf Bone Lake City. Cowboy Jack ist neu in der Stadt und ein echt cooler Kerl. Er hat nur ein Problem. Seine Coolness kommt hier nicht so richtig an. Irgendwas scheinen seine neuen Kumpanen komisch an ihm zu finden. Was haben sie nur? Er ist doch ein richtiger Cowboy mit Lederhose, Schießeisen und einem verdammt finsteren Blick. Aber all das scheint hier nicht großartig anzukommen. Was? Seine Schuhe? Wie? So schlecht sehen die doch gar nicht aus. Ey! Das sind doch keine Cowboy-Stiefel! Keine Cowboy-Stiefel? Ach, herrje. Das ist es also, warum ihn hier alle auslachen. Da muss Jack ja mal ganz dringend zum Schuhmacher. Aber wie sehen die denn aus, richtige Cowboy-Stiefel? Na, so jedenfalls nicht. Das hier ist ein echter Cowboystiefel, sogar einer der ältesten. So ähnlich sahen schon die ersten Westernstiefel 1870 aus. Der Schuster hat aber auch ganz modische mit einem Schlangenmotiv.